So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, es ist soweit. Kyurem ist in den Raids. Eigentlich ist er ja schon am Samstag gekommen. Nee, Freitag? Doch, Samstag. Samstag ab 10 Uhr sollte es eigentlich Kyurem Raids geben. Wir machen eigentlich immer direkt einen Community Raid zu Beginn. Wenn der Raid-Boss wechselt, war gar nicht möglich, dadurch den Super XXL C-Day am Samstag und Sonntag immer von 9 bis 21 Uhr überall einer Raids waren. Und durch die Einer-Raids gab es keine Fünfer-Raids, es gab kein Kyurem und nach 21 Uhr ist kein Raid mehr erschienen. Jetzt ist Montag, wir möchten das natürlich nachholen und den Community-Raid mit Kyurem machen. Ich habe heute noch ein Giveaway für euch vorbereitet, dank NetGhost, habe ich mir so gedacht. Das hätte ich mir in die eigene Tasche stecken können, ich möchte es aber an euch rausgeben. Erstmal kurz zeigen, wo sind wir hier? Wir sind hier irgendwo, ne? Da ist eigentlich eine Kirche. Ihr seht, wo ist die Kirche? Wer sie sieht, darf sie behalten. Da ist die Kirche, genau. Also eigentlich, keine Ahnung. So ein Kirchengemeinschafts-, Gemeindegebäude, irgendwas. Da vorne ist die Arena, aber das Gebäude ist hier hinten. Wir sind jetzt aber so weit weg von dort, dass wir wieder davor müssen, damit wir den Raid dann machen können, wenn der aufgeht. Ich will hier aber ganz kurz mal das Intro filmen. Und zwar, erstmal möchte ich euch zeigen, im Community-Tab wurde wieder die Raid Übersicht, also die Konda-Übersicht zu Kyurem gepostet. Jetzt muss ich mal hier drauf, gehe auf Community-Tab. Im Community-Tab seht ihr jetzt, da steht Kyurem in Raids der Stufe 5. 2042 ist der 100er Wert, ohne Wetterbrust und mit Wetterbrust 2553. Das Ding ist Typ Drache, Typ Eis. Schwächen sind Kampf, Gestein, Stahl, Drache und Fee. Normal nimmt man ja immer Eis gegen Drache, weil der selber aber auch der Eistyp ist, passt das nicht so gut. Ist natürlich fies, wenn ihr jetzt mit Drache gegen Drache kämpft und der noch Eisattacken hat, dann haut er euch einfach wirklich weg. Was habe ich denn von den Sachen, die hier da sind? Meistergriff hätte ich zum Beispiel, Lucario hätte ich, Terrakium habe ich aber noch nicht gepusht und Metagross habe ich. Man kann sich auf die Mega-Entwicklungen verlassen, man kann sich auf die Krypto-Pokémon verlassen, aber ich kämpfe gefühlt ohne Legendäre auf dem Habanero-Account, außer bei Terrakium, da habe ich eine Ausnahme gemacht, denn den fand ich gut. Zekrom finde ich auch gut, da muss ich noch ein bisschen was machen, ich weiß nämlich immer nicht, wohin mit den Sonderbonbons. Das ist die Konda-Liste, die steht trotzdem im Community-Tab, auch wenn wir keinen Raid gemacht haben, wurde die gepostet, dann empfehle ich euch dieses... Der Typ trinkt das erste Mal IPA-Bier, ne? Das müsst ihr euch mal angucken. Und jetzt möchte ich euch vorher schon kurz mal das Giveaway zeigen. Ich habe mir nämlich gedacht, der NetGhost hat mir 3 Codes gegeben. 3 Amazon-Codes, die ihr im Spiel einlösen könnt. Da kriegt ihr diesen super genialen Pullover. Das hau ich hier rein. Und da ich noch 2 übrig habe, werde ich bei den 2 Ticketforschungen, die ich habe, die restlichen 2 Codes mit einblenden und zeigen. Das heißt, wer aufmerksam die Videos schaut, hat die Möglichkeit, so einen Pullover zu kriegen. Kostenlos. Ich löse es nicht ein. Ich gebe es an euch. Danke an NetGhost bzw. seine Kollegen. Müsst ihr halt mal kurz pausieren und gucken, ob ihr das seht. Der Code wäre 39859RSFCFT7U. Das wäre der Code, den ihr im Ingame-Shop unten einlöst bei Promocodes und dann kriegt ihr so einen Pullover. Ist aber nur einmalig einlösbar. Das heißt, der Erste, der den einlöst, der hat Glück und kann ihn mitnehmen. Hier habe ich den Raid gepostet. Wieder mit Arena, mit Standort, mit allem drum und dran. 11.11 Uhr, das sind noch 10 Minuten. Bis jetzt hat sich eingetragen hier Sarina, Kaiser Kai, Borki, Creeper, X, I'm on Fire, Henry Niki, Swego Dat. Mal gucken, ob da noch mehr dazukommen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Vorne ist die Arena, wie gesagt. Da gehe ich jetzt hin, dass ich dann den Raid überhaupt machen kann. Und schreibt mal drunter, wer hat den Pullover bekommen? Wer hat als erstes den Code eingelöst für den Pullover und kann jetzt in winterlicher, festlicher Stimmung... Ja gut, wenn ich mir die Map angucke. Also die Map, Halloween sah richtig toll aus, muss ich sagen. Dieses winterliche, wo da so ein paar Fetzen rumliegen... Sieht halt irgendwie traurig aus. Ich meine, wenn ihr hinter mich guckt, hier ist kein Schnee, gar nichts. Das passt schon. Dafür ist hier relativ viel Schnee im Spiel. Aber wenigstens im Spiel hätten sie das ja richtig schön machen können, anstatt hier so kleine Schneehäufchen und Pfützen abzubilden. Finde ich, sieht jetzt nicht cool aus. Aber vielleicht wird das ja noch im Laufe der Zeit. So, ich muss mich kurz korrigieren. Die Arena ist nicht die Kirche.
die Arena ist diese Infotafel für die Kirche, die da ganz hinten ist. Weil das ist ja auch eine Sackgasse. Du kommst rein, aber nicht mehr raus. Nee, es geht nicht weiter. Unten ist alles Morast und Schlamm. Deswegen fahr da nicht rein, geh da nicht rein. Stell dich hier vorne hin. Genau, das passt dann. Jetzt haben wir, glaube ich, 7 Leute, die wir einladen können. Schmeißen euch jetzt mal kurz hier ran. Gehen jetzt mal auf die Arena. Gehen jetzt direkt in den Raid. Da brauche ich auch keine private Lobby machen. Es sind ja noch 3 Plätze frei. Und ich glaube nicht, dass hier mitten an der Hauptstraße jetzt gerade jemand einen Raid macht. So, Stefan, Andres, Vegotat, X-I'm on fire, Borky, Creeper to go. Fehlt da nicht was? Jetzt muss ich noch mal reingucken. Borkis, Vegotat, Stefan, Anders, X-I'm on fire, Creeper to go, Kaiser Kai, Henry Niki. Nee, ist richtig. 5, 6, 7. Sind nur noch 2 übrig. Und 3 Plätze waren noch frei, also das passt. Das heißt, wir können mit der Nudel auch auf die Arena, auch in den Raid gehen. Ich habe heute, ich nehme das jetzt direkt am Montag auf, ich versuche das jetzt heute am Montag auch direkt hochzuladen. Ich habe heute sowieso 2 Raids, 2 Pässe. Daher durch die Einer Raids am Wochenende, ich wollte jetzt keine Einer Raids machen, ich wollte trotzdem Kiyure machen, ich musste am Sonntag aber den Pass vom Samstag verbrauchen. Jetzt habe ich gerade in dem Moment den Sonntagspass, habe danach ja aber noch den Montagspass von heute. Das heißt, ich würde versuchen, heute noch einen zweiten Kiyure im Raid in die Gruppe zu posten, in die Raid-Gruppe. Link in der Beschreibung, Telegram-Raid-Gruppe oder fragt halt, wenn ihr auch in die Raid-Gruppe wollt. Gefühlt ist da eh nichts los. Ich bin eigentlich gefühlt der Einzigste, der da so mal seinen Raid noch reinpostet, den er täglich macht. Jeder darf aber seinen Raid reinposten. Es ist nur schwer, Mitspieler zu finden. So, jetzt habe ich den hier drin als Community-Raid und würde später irgendwann dann noch einen zweiten Kiyurem-Raid machen. Aber dann ist das Video bestimmt schon online für euch. Ich möchte immer noch wissen, wer das den Pullover bekommen hat. 10 Leute sind hier drin, 11 Leute sind jetzt drin. Ich habe gar nicht geguckt, ich habe auch gar nichts ausgewählt. Hier ist Machomai, Metagross, Logok, Gardevoir, Metagross. Hier hast du einfach 5-mal Gardevoir und 1-mal Togekiss. Was habe ich vergessen? Man hätte vor Ort jetzt auch ein Team machen können. Ein Team machen für einen stärkeren Angriff, heftigere Ladeattacken, irgendwas, also oder für Teamaufgaben, aber ich bin mit der Forschung für das Teamplay ja eh schon durch und in letzter Zeit ist alles immer so stressig, dass du am Ort ankommst und dann ist nur noch gefühlt eine Minute Zeit und dann extra noch einen Teamcode posten und alles und absprechen und es ist auf jeden Fall, es war mal anders, es ist weniger Zeit, du willst trotzdem das irgendwie noch alles unter einen Hut kriegen, es ist manchmal stressig, es ist manchmal zu viel, aber irgendwie kriegst du es doch irgendwie hin, aber nicht in Ruhe, ja. Dir platzt schon immer dann die Hutschnur, du willst es aber trotzdem machen, du willst nicht drauf verzichten und du hast auch noch das und das und das zu tun und dann beobachtest du noch die Leute, sieht aus wie Bianca nach der Goldenen Meile, die über eine rote Ampel stolpert. Mit ihrer komischen Mütze mit Ohren dran. Also das muss aber nicht sein. Da bin ich ja noch Vorbild, ne? Vor allem hier, wo schon so viel passiert ist. 2001 auf dem Nudel-Account, leider kein Shiny. Wir gucken mal hier. Auf dem 19 Bälle. Kein Shiny. 2005. 2042 ist der 100er, glaube ich. Wir versuchen den jetzt auch hier zu fangen, wir werfen einfach mal drauf, der ist auch wieder einer, der geht nicht nach links, der geht nicht nach rechts, der macht keine Rückwärtssaldo, der fliegt nicht, der bleibt gefühlt immer schön in der Mitte sitzen, was es also eigentlich ermöglicht, den gut zu fangen. Der Kreis war jetzt auch noch so groß und es war trotzdem schon einfach fabelhaft, das heißt, der müsse easy zu fangen sein, zu werfen sein. Kann natürlich sein, ihr trefft jeden Ball und er kommt 19 Mal raus, trotz einfach fabelhaften Curveball-Wurf, trotz goldener Himbeere. Das kann alles sein, aber eigentlich, seht ihr ja, kann man ihn gut werfen. Ich warte halt immer, wenn der Kreis eingestellt ist schon, dass ich dann nicht mehr am Ball rumfummel, den Ball nur noch bewege, wenn das Ding angreift, denn in dem Moment verstellt sich ja der Fangkreis nicht mehr. Dann werft ihr drauf und dann habt ihr vielleicht den Pokédex-Eintrag
wenn ihr relativ neu seid. Oder ihr habt halt euer 100er. Oder ihr habt das 100er mit Weihnachtsmütze. Oder ihr habt halt Shiny. Von dem Teil finde ich das Shiny sogar viel krasser und besser und schöner als das Original. Bei Terrakium komplett anders. Shiny ist ein Zirkuszelt, gefällt mir gar nicht. Original ist besser. Hier Kyurem, das Shiny finde ich richtig stark. Ich würde von dem aber nicht vermehrt viele mehr Raids machen. Ich würde bei dem versuchen, auch wirklich nur den Daily Pass zu machen und diese Grünpässe, die ich habe, mir mal für ein mega nützliches Pokémon aufbewahren oder halt für die komische Trainer-Hoffnungsmedaille. Ich kriege ja jetzt schon wieder durch die Forschungen 4 grüne Pässe und weiß nicht, was ich damit machen soll. Trainer-Hoffnungsmedaille habe ich schon wieder weggeschoben. Ich glaube, die anderen Platin-Medaillen reichen dann irgendwann aus für Level 50. Ich muss nicht unbedingt 150 verschiedene Raids machen. Ich kann meinen Pass besser und effektiver und sinnvoller einsetzen. Denn 5er machen mir mehr Spaß, als irgendwie alleine einen 1er Raid zu machen. So, wie war euer Kyurem? Was ist euer bestes Kyurem, was ihr so habt? Habt ihr den Pullover bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir müssen los zum Einkaufen. Wir sehen uns dann heute Abend oder so bei Chill mit Ramses. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.